Willkommen, liebe Zuschauer, zu einem Aktionär-TV-Interview. Schröders Nebenwerte-Watchlist steht jetzt bei uns im Fokus, natürlich mit Michael Schröder. Hallo. Hallo. Wir schauen mal zunächst auf Aixtron. Haben wir zuletzt ja öfter und es lief auch sehr gut seit Mitte Februar. Wir haben es gerade schon mal angesprochen, mehr als 50% oder roundabout 50% zugelegt. Wie kann es jetzt an dieser Stelle noch weitergehen? Ja, puh, das ist echt tatsächlich der Wahnsinn. Einer der von 3, 4 Techtax-Werten, die, du hast es jetzt schon gesagt, in den letzten Wochen oder eben auch, das Niveau war ja identisch, seit Jahresanfang über 50% im Plus liegen. Also hier mit den Zahlen, mit dem Ausbruch ist deutlich dynamischer gekommen, als wir es besprochen hatten. Wir hatten zwar erwartet, dass es hier Richtung 15, 16 Euro geht, aber jetzt sind wir mittlerweile bei 18 Euro. 50% in 3 Wochen. Klar, die Fantasie haben wir oft thematisiert. Hier Turnaround ist gelungen. Jetzt geht es darum, den zu verfestigen im laufenden Jahr. Aufgrund der hohen Nachfragesituation, die sich anscheinend derzeit ergibt, wenn man in die Auftragsbücher guckt, das Ganze auch zu monetarisieren. Aber, und jetzt kommt das große Aber, klar, man muss hier noch die 350% Kursgewinn aus dem letzten Jahr mit aufrechnen. Es wird auf dem Weg nach oben, ich bleibe auch dabei, dass wir noch Richtung 20 Euro gehen im laufenden Jahr, aber es wird auch wieder Konsolidierungen, Kursrücksetzer, Seitwärtsbewegungen geben auf dem Weg dorthin. Man kann jetzt nicht erwarten, dass die Aktie in einem Zug bis 20, 30, 40 Euro durchläuft. Man sieht, diese Korrekturen oder diese Seitwärtsbewegung hat es immer wieder gegeben. Wer jetzt hier investiert ist und einen schönen Gewinn im laufenden Jahr, Trading-Gewinn aufgebaut hat, der kann durchaus mal Gewinne mitnehmen. Stoppkurs ist immer so eine Sache. Die Intraday-Schwankungen bei Aixtron sind natürlich relativ groß. Man muss jetzt hier für sich selber finden, wie man auf welcher Höhe man seinen Gewinn absichern will. Da kann man eine Stoppmarke dann platzieren oder eben hier aktiv in starke Kurse verkaufen. Man muss sich hier in den nächsten Wochen auf eine, ja, vielleicht nicht mehr ganz so dynamische, fast senkrecht nach oben Kursentwicklung einstellen, sondern eher auf mögliche Gewinnmitnahmen und Konsolidierungen. Dann schauen wir gleich auf den zweiten Wert, Siltronic. Genau vor einer Woche hat der Konzern Zahlen vorgelegt. Wie hat sich die Aktie seitdem entwickelt? Ja, warte ich noch kurz. Zack, da sieht man es schon wieder. Die Kursdelle hier aufgeholt und wir sind, man sieht es jetzt hier tatsächlich heute auf ein neues Hoch gesprungen. Wir haben also hier diese Widerstandsmarke im Bereich von 145 Euro. Überwunden aktuell, aber auch hier gilt, die Volatilität in den nächsten Wochen wird zunehmen. Wir haben jetzt hier eine schöne Seitwärtskonsolidierung. Wenn wir kurz auf den Jahreschart gehen, dann sieht man, wir kommen von weiter unten. Wir haben jetzt hier diese Konsolidierung eingeleitet und wir sind dabei, diese Konsolidierungsbewegung nach oben zu verlassen. Sind hier in dieser Range 2, 3 Mal hin und her gependelt. Derzeit sieht es so aus, als ob wir nach oben rausgehen. Klar, die Prognosen fürs laufende Jahr, dass das EBIT und der Gewinn weiter gesteigert werden. Hören sich sehr gut an, die Nachfrage, der Zyklus läuft, die Nachfrage ist groß. Die Analystenstimmen gehen hier ja, Richtung 150, teilweise bis 200 Euro das Kursziel. Aber auch hier gilt, es wird beweglich, es wird dynamisch. Man muss davon ausgehen, selbst wenn wir hier dieses Kaufsignal jetzt tatsächlich nachhaltig generieren, über die 145 rausgehen, dass man hier mit Kursschwankungen, größeren Kursschwankungen rechnen muss. An schwachen Tagen, im schwachen Marktumfeld, das hat man hier gesehen, dann geht es halt auch mal richtig kräftig nach unten, dann sind Gewinne schnell von dannen schnell weg, aber man sieht tatsächlich hier, das ist das Entscheidende, diese Range hat gehalten und jetzt geht es nach oben raus, also auch hier vielleicht mal erste Gewinne aktiv mitnehmen an positiven Tagen, wie jetzt zu Wochenbeginn, aber ansonsten Stoppkurs da platzieren, wo man seine Gewinne gerne absichern möchte. Ich weiß halt nicht, wo der jeweilige Anleger eingestiegen ist. Kann man natürlich hier erst unter dieser GD 200 oder unter dieser Unterstützung hier machen, wenn man langfristig weiter investiert, weil wenn kurzfristig, wenn sich das Ganze als Fehlsignal erweisen sollte, kann man auch hier drunter verkaufen. Alles in allem bei Siltronic. Insgesamt, sage ich mal, der Daumen weiter nach oben gerichtet, aber man muss sich auch hier auf größere Kursschwankungen einstellen. Sehen wir jetzt auch zu Wochenbeginn eben deutliche Zugewinne. Mhm. Jetzt schauen wir auf GFT Technologies. Da sehen wir jetzt ein paar leichte Verluste zu Beginn der neuen Woche. Sind es vielleicht einfach Gewinnmitnahme nach dem deutlichen Anstieg? Genau, wir haben es ja auch schon mal thematisiert in einer der Sendungen vorher. Die Zahlen haben hier den Knoten gelöst, haben hier die Belastung rausgenommen. 2 Gewinnwarnungen im abgelaufenen Jahr. Die Kuh ist vom Eis, das Unternehmen, der Vorstand hat die Hausaufgaben gemacht und jetzt geht es darum, hier im neuen Jahr operativ wieder auf die Spur zu kommen. Man hat sich breiter aufgestellt. Das, was man sonst für die Banken macht, macht man jetzt auch für Industriekunden. Da wird es jetzt erste positive
positive Erträge geben. Dann haben wir das ganze Thema schon mal besprochen in Sachen Blockchain, künstliche Intelligenz. Auch hier ist GFT gut unterwegs, braucht noch vielleicht einige Zeit, aber man sieht, die Vorschusslorbeeren sind da, beziehungsweise die Chance auf ein Comeback. Wir sind jetzt hier an die GD200 gelaufen, konsolidieren hier, sollten dann zeitnah in dem Bereich 16 Euro, das sieht man hier, vielleicht sieht man es im Jahreschart sogar noch besser, diese horizontale Widerstandslinie, also das Niveau, was man vor der letzten Gewinnwarnung erreicht hat, da sind wir jetzt angelaufen, Konsolidierung wahrscheinlich, und dann sollte es hier im laufenden Jahr, aus meiner Sicht, haben wir die Chance, tatsächlich bis in den Bereich um 20 Euro zu laufen, wenn das Unternehmen das operativ liefert, was ich beispielsweise erwarte und was hier die ersten Marktteilnehmer, die hier unten gekauft haben, auch erwarten. Für aus meiner Sicht die Comeback-Chance des Jahres GFT Technologies, daher auf diesem Niveau weitere Kaufkurse. Das Einzige, was man natürlich anmerken muss hier, das Unternehmen darf sich jetzt keine Fehltritte mehr erlauben, wenn es jetzt mal in einem Quartal nicht so gut läuft oder wieder irgendwo Korrekturbedarf ist, dann, wir wollen das jetzt, das Szenario mal nicht ausmalen, aber dann ist es natürlich Schluss mit der Erholung. Ich sehe hier das Positive und daher, selbst dieses Kursniveau nach der ersten Erholung, kaufenswert auf Jahressicht, Kurse im Bereich von 20 Euro durchaus möglich. Also das ist die Comeback-Chance des Jahres. Mal schauen, da kann ja gar nicht mehr viel kommen jetzt. Wie sieht es denn bei VTG aus? Da gehen wir gleich mal auf den Jahreschart, dann kann man das ein bisschen besser darstellen, warum das Szenario, warum ich das mal mitgebracht habe. Hier, wir sehen es hier, im letzten Juni war eine Übernahme geplant. Der Waggon von VTG wollte in Frankreich aktiv werden, bei NACO übernehmen. Aber die Analysten haben das Thema gefeiert, die Aktie ist nach oben gelaufen, die Zuwächse wurden mit einberechnet, die Bewertungen nach oben geschrieben etc. pp. Dann kamen hier erste Gerüchte auf, hey, das Kartellamt wird diesen ganzen Deal in der Komplettheit nicht durchwinken. Hier wurde es dann Gewissheit. Man sieht jetzt hier, wir sind tatsächlich wieder bis auf 35, also wir haben fast den gesamten Anstieg jetzt wieder konsolidiert. Aber jetzt kommt das große Aber, ich muss diese Story jetzt hier ziemlich kurz fassen. Jetzt gibt es die Möglichkeit, dass sich, ich sag mal in meiner Sprache, VTG einen Partner dazu holt, der ein paar der Eisenbahnwaggons von NACO übernimmt. So viel übernimmt, dass das Kartellamt den Deal mit den restlichen Waggons für VTG durchwinkt. Und dieses Szenario ist aus meiner Sicht das, was wir im laufenden Jahr sehen werden, was auch von Unternehmen angestrebt wird. Wurde schon gesagt, fürs zweite Halbjahr, ich glaube, den Abschluss kriegen wir vielleicht so ein bisschen eher hin. Und das wiederum impliziert, dass wir hier, dass dieser Rücksetzer übertrieben war, dass wir hier noch wieder Upside-Potenzial haben. Denn wenn der Deal, wenn auch in einer abgespeckten Form zustande kommt, haben wir Potenzial. Und bei dem Ganzen darf man nicht vergessen, dass es operativ auch rund läuft. Also alles in allem hier dieses Niveau 40, 42, durchaus die Chance, hier einen Fuß in die Tür zu stellen und dann auf steigende Kurse zu spekulieren, die anhand des Newsflows, was die operative Entwicklung betrifft und was diesen NACO-Deal betrifft, durchaus positiv sein sollen. Also Kurse 48 Euro sind auf Jahressicht hier durchaus wieder möglich. Es braucht vielleicht ein bisschen Zeit, aber hier im Bereich 42 Euro habe ich jetzt schön übermalt, sehen wir ein kurzfristiges Kaufsignal, was im Moment, ja, dabei ist, generiert zu werden. Also alles in allem auch spekulativ eine interessante Trading-Option. Einen letzten Wert haben wir noch für heute. Und was ist das Vectron? Wie könnte es hier weitergehen? Wie ist da nach oben, deine Meinung? Nach oben. Ja, vielleicht gehen wir hier auch mal direkt auf den Jahreschart. Man sieht, wir haben uns hier, war ich selber zu schnell, macht nichts. Wir lösen uns langsam von den Tiefständen hier im Frühjahr letzten Jahres. Ist die Aktie schon richtig gehypt? Hier war sehr viel Fantasie. Man kann das im Aktionär nachlesen. Ich will die ganze Story jetzt hier nicht erklären in der Kürze der Zeit. Aber man sieht, und darum stehen wir hier, der Chart, wunderbar. Wir sind bis an die GD200 gelaufen, wir haben korrigiert, jetzt haben wir sie nach oben durchbrochen. Die Fantasie hier auf einen positiven Newsflow der Kassen, hauptberuflich macht Vectron Kassensysteme, hat jetzt noch eine Gastro-App entwickelt und die soll ab April, im Moment wird sie schon scharf in Leipzig getestet, soll im April in den großen Rollout gehen. Als Partner ist hier Coca-Cola mit an Bord, also die Coca-Cola-Vertriebler gehen in die Gastronomie und sagen, neben ihren Gläsern und ihrer Brause verkaufen sie dann auch noch diese Get-Happy-Geschichte. Das birgt natürlich sehr viel Fantasie, sehr viel Potenzial. Lieferando, Lieferhelden.de, wir haben das hier alles schon gesehen jetzt in der heutigen Zeit. Dieser Geschäftsbereich, diese Apps boomen. Hier ist Vectron jetzt auch unterwegs mit Coca-Cola. Jetzt gab es erste Spekulationen, dass noch ein weiterer Partner hier mit ins Boot geholt wird. Alles in allem, ab April sollte der Newsflow
ins Laufen kommen und auch durchaus so positiv sein, dass die Aktie hier weiter nach oben laufen kann. Im Moment dieser Bereich 28, 28,50 war immer eine höhere Hürde, sind jetzt dabei, ihn langsam nach oben zu durchbrechen. Bringen wir es auf den Punkt, die ganze Sache ist noch extrem spekulativ, weil das, was ich jetzt hier kurz angesprochen habe, alles auch Geld kostet, was jetzt also, man darf jetzt in den nächsten Quartalen hier keine Wunderdinge erwarten, aber auf lange Sicht ist das mit Sicherheit eine richtig schöne spekulative Option. Und wenn das ganze Programm von Vectron tatsächlich so umgesetzt werden kann, wie Sie sich vorstellen, dann erleben wir im laufenden Jahr tatsächlich noch wieder die Kursniveaus, die wir hier im letzten Jahr gesehen haben. Okay, das war's dann schon für heute. Besten Dank, Michael, für deine Einschätzungen. Danke auch Ihnen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.